Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier in Kroatien bei dieser wundervollen Kulisse. Ich hoffe, ihr genießt das und nehmt es einfach auch zu euch nach Hause mit, während ihr das Video macht. Ihr hattet mich gefragt, ob ich etwas für eure Lendenwirbel machen kann. Und hier kann ich nur sagen, Lendenwirbel, Schmerzen, Rückenschmerzen, Hohlkreuzbereich kommt immer auch ein bisschen dadurch, dass man zu wenig Beine und Po trainiert. Und deshalb machen wir heute ein paar Beine-Po-Übungen. Hier brauchst du ein Band, ein dehnbares Band, was du um deine Beine wickeln kannst. Also schnapp dir dein Band und dann würde ich sagen, legen wir zusammen los. Schnapp dir dein Band, stell dich hin, mit dem Standbein leicht ins Knie, das Band oberhalb deiner Knie ranlegen und dann öffne dein Bein zur Seite weg. Spann dein Po an, Standbein wie gesagt leicht im Knie und das andere angewinkelt zur Seite hochheben. Schau, dass du die Hüfte nicht verdrehst, dass die Hüfte gerade bleibt. Und du aktiv das Bein nach oben hebst. Aktiv heißt, du spannst das Bein, während du es hebst, auch an und hast eben auch die Spannung im Gesäßmuskel. Das kannst du für dich 2-3 Mal wiederholen und dann natürlich beide Seiten, nicht nur eine Seite. Wenn du sagst, du willst nur eine Seite trainieren wegen einer Schiefstellung im Becken, dann probier das gerne hier aus. Übung Nummer 2. Hier habe ich das Band unten an meinen Fußknöcheln. Ich probiere leichte Kicks nach hinten. Solltest du es im Freien nicht schaffen, dann leg deine Hände an eine Wand, stütz dich da ab und kick mit dem Bein gestreckt nach hinten. Schau, dass du einen geraden Stand hast, dein Rücken nicht irgendwie nach vorne kippt oder eben weil du ein Bein nach hinten kickst, die Hüfte seitlich hochhebst, sondern schau, dass alles gerade bleibt und hier das Bein, was nach hinten kickt, auch die Spannung hält und du aktiv mit deinem Po-Muskel und Oberschenkelmuskel arbeitest. Auch hier kannst du 2-3 Durchgänge mal 8 bis 12 Kicks nach hinten machen, um einfach zu schauen, ob sich da was bei dir tut. Und es könnte dann auch sein, dass du einen leichten Muskelkater am nächsten Tag hast, weil es wirklich kurze und knackige, effektive Übungen sind. Und dann kommen wir direkt zu Übung Nummer 3. Und zwar wollen wir hier etwas die Innenoberschenkel und den Po dazu bekommen, mehr zu arbeiten. Die Füße können aufeinander gelegt werden, die Knie ebenfalls. Das Band ist leicht oberhalb der Knie angelegt. Und ich öffne in einer leichten Rotation immer das obere Bein auf und wieder zu. Auf und wieder zu. Achte darauf, dass du hier das obere Bein und das untere Bein wirklich aktiv auf Spannung hast, den Po anspannst und hier so weit wie möglich das Band aufdrückst. Hier mache ich ungefähr 10 bis 12 Mal und dann wechsle ich auch hier die Seite, damit es eben nicht nur einseitig trainiert wird. Ich lege die Knie nicht ganz aufeinander, ich halte immer kurz inne, kurz bevor die Knie sich aufeinander legen könnten, um aktiv die Spannung zu halten. Und dann kommen wir zur nächsten Übung, die Donkey Kicks. Die habe ich sehr gern. Ich komme in einen Vierfüßler, lege die Ellbogen ab oder stütze mich auf die Ellbogen ab. Und das Band ist auch hier wieder oberhalb der Knie angelegt und ich öffne in einer leichten Rotation das rechte Bein seitlich nach oben weg. Schau, dass du nicht zur Seite irgendwie abkippst, sondern wirklich aktiv mit dem Bein arbeitest. Und auch hier wechsel die Seite. Sollte das etwas auf dem Boden wehtun bei dir, dann leg dir da einfach kurz eine Decke drunter, um diese Übung auszuführen. Aber ich schätze, das wird kein Problem für dich sein. Kommen wir zu den Donkey Kicks nach hinten. Hier bin ich dann in einer Vierfüßlerposition. Das Band ist ein bisschen in der Mitte der Oberschenkel und ich pushe aktiv ein Bein so hoch wie möglich und ziehe es ran
und wieder weg. Du kannst, wenn du möchtest, auch hier noch ein bisschen an deiner Balance trainieren und das Knie noch mehr zur Brust ziehen, wenn du das möchtest. Also eine Gegenrotation sozusagen erzeugen. Auch für deine Lendenwirbel perfekt, um vielleicht den Fokus auch ein bisschen darauf zu setzen. Dich im unteren Rücken noch ein bisschen runder dabei zu machen, das kannst du hier gerne probieren. Ansonsten kick aktiv die Beine nach hinten und zieh das Bein wieder ran. Leg dich auf den Rücken, das Band ist oberhalb der Knie, die Füße zeigen zueinander, nicht nebeneinander, sondern zueinander und ich lege den Po leicht ab, heb ihn an, öffne die Knie, Knie wieder schließen, Po wieder ab, Po hoch, Knie öffnen, Knie schließen, wieder ab. Schau, dass du den Po so hoch wie möglich bekommst und wenn du die Knie öffnest, der Po nicht nach unten geht, hier einmal falsch gezeigt, sondern dass wenn du oben bist, der Po oben bleibt. Noch einmal, hoch, Knie öffnen und wieder tief. Schauen, dass der Po oben bleibt und wieder tief. Und das ist gar nicht so leicht. Man muss immer wieder sich darauf konzentrieren, dass der Po nicht nach unten geht, sondern die Spannung hält, aber jedes Mal wird es ein bisschen besser. Kommen wir zu den Walks mit dem Band. Und zwar stelle ich mich mit einem Fuß auf das Band. Das andere Bein hebt das Band nach oben, beziehungsweise ich ziehe daran aktiv. Und das ist perfekt für den Hüftbeuger, Po, Oberschenkel, Lendenwirbelbereich, um hier ein bisschen die Rückenschmerzen zu nehmen oder was auch immer ihr da habt mit Ischias vielleicht. Je nachdem ist das eine Übung, die man wirklich immer wieder machen kann. Solltest du Probleme haben, im Freien zu stehen und auch die Hände nicht abstützen können seitlich, dann auch hier wieder gegen eine Wand sich stellen und die Hände positionieren, Brusthöhe und das Bein hochnehmen. Kommen wir zu meiner Lieblingsübung, zwar die Crab Walks. Geh mit dem Po leicht tief wie bei einem Squat, den du machen wollen würdest und probiere hier seitlich zu laufen. Schau, dass du aktiv die Beine und den Po anspannst, so tief wie möglich mit dem Po kommst und die Beine so weit wie möglich aktiv öffnest. Schau, dass du parallel bleibst und nicht geöffnete Knie hast. Dann habe ich mir gedacht, für diejenigen, die mir einen Kommentar geschrieben haben, sie haben Schmerzen, liegt es vielleicht auch zum größten Teil daran, dass sie sich nicht richtig stretchen. Auch durch die Büroarbeit und zu viel Sport kann es dazu kommen, dass man Rückenschmerzen bekommt. Schau also, dass du deiner Muskulatur auch eine Auszeit gönnst. Geh hier in einen tiefen Lunge, leg dein hinteres Bein ab und dann schau, dass du dein vorderes Bein öffnest und hier kannst du gerne mit der Hand noch gegen den Oberschenkel drücken und dich seitlich noch so ein bisschen auftwisten. Und dann komm zurück in einen herabschauenden Hund und wechsel die Seite, einatmen, ausatmen nach vorne, ein bisschen seitlich öffnen, ablegen hinten und dann gegen das vordere Bein leicht drücken, sich hier noch ein bisschen zur Seite öffnen. Und dann kommen wir auch direkt zur zweiten Stretch-Dehnübung. Die zweite Übung könnte etwas herausfordernder sein. Nichtsdestotrotz, probier es aus. Leg dich einmal auf den Bauch und winkel ein Bein im 45-Grad-Winkel an. Ich zeige es einmal. Ich habe mein rechtes Bein angewinkelt und dann probiere ich hier einen kleinen Hip-Flip. Das bedeutet, ich hebe das Bein leicht an. Lass das Bein, auch Wade und Fuß, in dem Winkel, in dem es sein soll. Heb das Bein kurz an und leg es wieder ab. Es könnte schwer sein, aber probier dich einfach aus. Je nachdem kann es auch sein, dass eine Seite besser ist. Komm in einen Frog. Probiere hier die Hüfte auf einer Ebene mit dem Po
Po und den Knien zu haben. Knie so weit wie möglich nach außen öffnen und dann rotiere den Fuß einmal nach oben. Ganz langsam Fuß heben und wieder senken. Andere Seite heben und senken. Probier das in deinem Tempo. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und deine Rückenschmerzen werden etwas weniger, der Muskelkater mehr und dann sehen wir uns im nächsten Video. Genießt die Aussicht. Bis dann, ihr Lieben.